Hallo zusammen. Heute gibt es ein kleines Video von einem Ort, wo ich vor vielen Jahren schon mal gewesen bin. Ein kleines Häuschen und ja, ich möchte ganz gerne mal schauen, in was für ein Zustand das ist. Ich bin unterwegs mit einem, wie heißt er denn nochmal? Ingo heißt er. Nein, wir gehen jetzt einfach mal gucken und schauen uns das Ganze mal an, in was für ein Zustand das ist, ob es sich noch lohnt. Ich bin gespannt. Los geht's. Oh, von außen macht es gerade keinen guten Eindruck. Ich sehe zerdeppte Scheiben. Das ist nicht gut. Ganz im Gegenteil. Nein, das sieht... Na, wir schauen mal. Ich bin überrascht. Das geht ja noch. Ja, nach den Jahren auf jeden Fall. Zigarrendose nicht nur. Guck mal, ihr könnt richtig schön sehen, was die Holzwürmer hier an Arbeit leisten. Die Gasflasche ist noch angeklemmt. Spülstein. Ja, hier ist die Scheibe zertrümmert. Wäscheschleuder. Liegt denn hier drin? Hat aber jemand sein Handy-Ladekabel zurückgelassen. Oh, der Zustand ist schon ehrlich gesagt ziemlich traurig. Hier hing mal so ein schönes Dingen mit den ganzen Nägeln dran, wo dann Küchenhelfer dran, Baumhütten. Was haben wir denn hier unten liegen? Hat jemand seine Taschenlampe hingeschmissen? Eine alte Philips, da kamen früher 9 Volt Blocks rein. Kann man hoch, oder? Du kannst nach oben, damals ging es problemlos. Und ich denke, daran wird sich nichts geändert haben. Hier ist auf jeden Fall alles noch so, wie es damals war. Ich bin positiv überrascht. Ja, der Zeiler, der passt hier irgendwie nicht wirklich rein. Also, dieses Haus ist uralt und dieser Zähler relativ neu. Noch so einer. Oh, der kleine Ofen. Ist doch mal niedlich. Ja. Wow, 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 wow. Der Boden gibt hier nach. Das heißt, schön vorsichtig sein. Da liegen Sachen drin. Die Treppe ist komplett weggerostet. Damals stand hier eine Treppe drin, also so eine Leiter. Die ist heute nicht mehr da. Die ist weggerottet. So ein Kriechkeller auf Deutsch gesagt, aber da kommt man jetzt nicht mehr runter. Hier mal die Toilette, sehr appetitlich. Aber okay, sein Geschäftchen muss man ja auch erledigen. Ihr müsst mal schauen, seht ihr das? Die Wände von dem Keller, die sind so richtig aus dem Felsen rausgegraben worden. Milch. Hat mir jemand Milch mitgebracht? Was soll der Quatsch denn? 12.03.18, also die ist definitiv neu. Und was ist das hier? Fibroflax. Ist das Puder? Und ein Medikament oder sowas? 98 abgelaufen. Das ist noch original hier aus dem Haus. Aber warum muss man immer alles leer räumen? Und zu dekorieren, ich verstehe das nicht. Hier, Kupfernägel. Ne, Messing ist das. Das ist kein Kupfer, das ist Messing. Warst du oben? Nee, nicht. Traust dich nicht wegen der Treppe, hm? Richtig, ein bisschen nach. Ja, aber. Wow, 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 wow. Mein Gewicht ist auch nicht ohne. Ja? Mein Gewicht ist auch nicht ohne. Oh. Schön langsam und vorsichtig. Nichts überstürzen. Immer schön die Ruhe rein. Ups. Alles knirscht. Und oben. So. Auch hier ist alles noch so, wie es war. Ich bin erstaunt. Die Truhe steht noch hier. Ein bisschen dekoriert wurde. Okay. Kleiderschrank mit dem Mantel.
Der hing original damals schon so. Der Boden ist ordentlich abgewetzt. Guckt euch das mal an. Tja. Die ganzen Koffer sind weg. Hier haben mal Koffer alte gestanden. Da fährt gerade einer weg. Den lassen wir mal eben wegfahren, ohne dass er uns sieht. So, und jetzt gucken wir mal weiter. Heuboden. Hier geht's auf den Heuboden hoch. Aber die Leiter ist auch weg. Und ich weiß nicht, wie der Boden da drunter aussieht. Also gehe ich da auch mal lieber nicht drüber lang. Aber guckt euch mal diese schönen alten Fenster an. Das ist zum Beispiel auch was ganz Tolles. Hier standen mal jede Menge alte Koffer. Die sind alle weg. Es sei denn, jemand hat die in den Schrank gepackt, was ich nicht glaube. Nö. Aber die uralten Filzmäntel, die hängen hier noch drin. Und die Geschirrhandtücher, die sehen immer noch aus wie neu, wie damals. Spüllappen. Und Geschirrhandtücher. Es liegt alles noch hier ordentlich drin. Alles auch noch schön weiß. Sogar die ganzen Taschentücher. Sowas gibt es ja heute gar nicht mehr. Na, guck mal hier, sowas gibt es ja. Sowas gibt es heute gar nicht mehr. Das sind richtige alte Stoff-Mehrweg-Taschentücher. Die sind, da bin ich überrascht, dass das tatsächlich noch so vorhanden ist und nicht zerstört wurde. Ja, hier standen aber mehrere getürmt. Ich glaube, das waren 5 oder 6 Stück waren das. Das ist auch geil, ne? Ja, wenn ich mich recht erinnere, hat die keinen Boden mehr. Mhm. Ja, kann sein. Naja, ich meine wohl. Stand mal ganz in der Ecke, aber die hat auch hier gestanden. Aber diese Scheißschmierereien, ne, das ist eine Sache, das mag ich gar nicht. Da, das ist ja schon wieder an der Türe da. Schrecklich. Und hier haben sie in den Schriftstücken rumgewühlt. Das finde ich persönlich nicht so schön. Ich hau mich mal ganz kurz einmal kurz in die Kamera rein, auch wenn ich das normalerweise nicht so gerne mache. Aber ich möchte ganz gerne mal etwas erklären. Ich werde in letzter Zeit immer öfter mal gefragt, warum ich nicht wie andere mehr zu den Orten erzähle. Warum ich nicht ein bisschen was über die Geschichten erzähle. Für mich hat das einfach ein bisschen was damit zu tun, ich möchte nicht zu sehr in die Privatsphäre eindringen. Ich tue es schon, indem ich diese Häuser überhaupt betrete. Das heißt dann aber für mich nicht automatisch, dass ich auch an die Briefe gehe, dass ich an die Sachen auch vorlese und darüber was erzähle, wie die Leute hier gelebt haben. Ich möchte in meinen Videos eigentlich vielmehr das so haben, dass ihr eure Fantasie spielen lasst, dass ihr euch versucht reinzuversetzen, was hier für Leute gelebt haben, wie sie hier gelebt haben, wie lange das Ganze wohl her ist. Das ist das, was ich auch für mich immer wieder durchspiele, wenn ich neue Häuser betrete. Mir geht es sich noch nicht mal so darum, wer wirklich hier gelebt hat oder was für Krankheiten der hatte, warum er gestorben wurde, warum die Erben sich nicht kümmern, sondern ich möchte einfach meine Fantasie kreisen lassen. Ich versuche mich dann reinzuversetzen, wie man hier gelebt hat ohne Heizung, wie man hier gelebt hat ohne einen richtigen Herd zu haben oder einen Kühlschrank, was das für ein Leben gewesen sein muss. Und das finde ich 1000-mal interessanter und aufregender, als wie wenn ich jetzt hingehe und euch hier butterweich irgendeine Geschichte zu erzähle, euch Briefe vorlese. Ich denke mal, das wird euch auch so gefallen, weil sonst würdet ihr mir ja noch nicht folgen. Für den einen oder anderen, der neu auf meiner Seite ist, war das halt eine kleine Erklärung. Ja, und ich denke mal, ich gehe jetzt einfach mal weiter hier durch. Ich sabbel schon wieder viel zu viel, das mache ich gar nicht gerne. Die Farben sind ja auch ziemlich krass, ne? Es ist ja so richtig, als wenn das so Wachs ist, als wenn das 1000-mal gestrichen wurde. Das ist eine Räucherkammer gewesen. Hier, wo der Kamin durchlief, über die Dinger wurde geräuchert. Da hängen auch noch die Haken. Fleisch und Fisch und sowas. Aber man muss sich das mal vorstellen. Der ganze Qualm, es gab ja hier keinen Abzug, der ganze Qualm zog dann hier durchs Haus. Was an das Geräucherte hast du in der ganzen Hütte gehabt? Das
war dann nur mit so einer Platte versehen. Ja. Und dann hier überall diese Schmierereien. Schrecklich. Ein schöner alter Küppersbuschofen. Schöne Sache. Die sind heute richtig teuer, wenn du die im funktionierenden Zustand kaufst. Es gibt ja immer noch Baumärkte, die tatsächlich anbieten. Und hier für Wäsche. Das ist schon schön. Vor allem, das ist für mich jetzt wirklich ein kleines Highlight, dass dieser Ort, okay, hier sind Scheiben zerdeppert worden, aber dass dieser Ort teilweise noch tatsächlich noch in einem so guten Zustand ist. Das finde ich klasse, das freut mich. Das ist selten geworden. Meistens sind die Orte, wenn die irgendwie bekannter geworden sind, alle Bruch, alle kaputt, alle zertrümmert und geplündert. Aber hier ist es nicht so. Gut, es wurde dekoriert, ein paar Teile sind weg, aber im Großen und Ganzen ist es noch recht schick hier. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich bin jetzt auch wieder raus. 11 Minuten habe ich euch jetzt fast zugelabert. Nehmt es mir nicht übel, dass ich gerade ein kurzes Statement abgegeben habe. Aber hin und wieder mache ich das halt auch mal. Ja, ich bin wieder raus. Ich danke euch fürs Zuschauen. Folgt mir doch weiter, abonniert die Glocke, mein Kanal, aktiviert die Glocke, so rum mit dem Schuh draus. Ich bin raus. Bis dann. Ciao. Axt. Guck mal, da lagern tatsächlich immer noch Kohlebriketts. Krass. Und die Spinnenweben flattern im Wind.